kann ChatGPT Aktienkurse vorhersagen? Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Follow Me, I'm a Professor. Mein Name ist Holger von Juan Dietrich und ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik. Das hier ist ja der Data Science Kanal, die Datenwissenschaft. Wir bringen immer wieder so Themen aus dem ganzen Bereich künstliche Intelligenz, KI, in letzter Zeit natürlich auch gerne ChatGPT, aber eben auch die Anwendung und dort oftmals Börse, Finanzmärkte und so weiter. Und das machen wir auch heute. Und Leute, ich habe heute einen richtigen Hammer für euch. Und zwar ein Paper, welches kürzlich erschienen ist und schon jetzt die ganze Finanzwelt, ich möchte sagen, so richtig durchrüttelt. Ich muss dazu gleich sagen, ich habe auch einen kleinen Anteil an diesem Paper, weswegen ich auch auf Seite 1 dort bei den Danksagungen erwähnt werde. Also das nur mal gleich so als Disclaimer sozusagen vorneweg. Was möchte ich machen heute in dem Video? Ich möchte euch zeigen, wie das ganze Setup war, also wie das Ganze aufgebaut war, wie das funktioniert hat sozusagen. Die Ergebnisse, die meines Erachtens spektakulär sind. Und zum Schluss des Videos, insofern lohnt es sich auch bis zum Ende dran zu bleiben, werde ich nochmal einen kleinen Ausblick geben, wie ich glaube, wie die weitere Entwicklung aussieht in diesem Bereich. Ja, künstliche Intelligenz und eben Finanzmärkte. So, aber jetzt gucken wir uns einfach erstmal an, was das Paper jetzt schon für Wellen schlägt. Ja, wir sehen hier im Grunde genommen, dass die gesamte Finanzpresse darüber schon berichtet hat. Ich habe hier mal ein paar Quellen rausgesucht. Bloomberg sehen wir hier. Wir sehen entsprechend Fortune. Wir sehen Forbes. Wir sehen die altehrwürdige Times. Dann auch international. Hier habe ich mal die Japan Times rausgesucht. Aber natürlich auch in Deutschland. Jetzt gerade Finanznet hatten da einen Artikel zu. Und das ist das eigentliche Paper. Ich verlinke euch das wieder unten in der Beschreibung. Es ist nämlich absolut frei runterladbar. Und ich kann jedem nur empfehlen, auch im Anschluss an dieses Video da einfach noch mal gerne ein bisschen reinzulesen. Aber die Highlights werde ich euch natürlich hier in dem Video vorstellen. Ja, der Titel: Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements, Return Predictability and Large Language Models? Also genau dieses Thema. Auf der einen Seite eben die Börsenkurse, die Aktienkurse, auf der anderen Seite künstliche Intelligenz in Form von ja, Large Language Models. Auch ChatGPT gehört ja zu dieser Klasse der Large Language Models, also der großen Sprachmodelle. Und wie spielt das Ganze zusammen? University of Florida, Lopez, Lira und Tang sind die Autoren und wir sehen hier entsprechend schon fast 30.000 Mal runtergeladen. Das ist ja nun noch wirklich nicht so alt, dieses Paper, und dafür ist das schon ein absoluter Knaller. Also das für ein wissenschaftliches Paper, dass da 30.000 Leute das runterladen, naja, das zeigt schon, was das jetzt auch für einen Einfluss auf diese ganze Geschichte hat. Aber wir fangen jetzt einfach mal ganz simpel an. Wir gehen mal ganz naiv an die Sache ran, bevor ich euch denn erzähle, wie das Paper das gemacht hat. Und zwar lassen wir uns jetzt einfach mal von ChatGPT eine Aktie empfehlen. So, ich habe also ganz naiv ChatGPT einfach mal gefragt, empfehle mir eine Aktie. Und jetzt kommt im Grunde genommen schon sowas, was ich fast als Disclaimer für dieses Video und für meine ganzen Finanzvideos eben auch nehmen könnte. Als KI-Assistent kann ich keine spezifischen Aktienempfehlungen geben, da ich nicht in der Lage bin, aktuelle Marktinformationen zu analysieren und zu prognostizieren. Es liegt in deiner Verantwortung, gründliche Nachforschung da anzustellen und möglicherweise einen Finanzberater zu konsultieren, bevor du eine Investitionsentscheidung triffst. Also, das ist natürlich alles richtig. Er gibt dann auch noch ein paar allgemeine Tipps hinterher. Aber hilft uns nicht wirklich weiter. Also so geht es schon mal nicht. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal an, wie eben das Paper das genau gemacht hat, wie da das Setup war. Ja, da sind wir auch schon in dem Paper drin. Den Titel hatte ich ja eben schon mal vorgelesen. Die Autoren hier, dann University of Florida. Die erste Version des Papers ist Anfang April rausgekommen. Und das wird also auch permanent entsprechend aktualisiert. Und ihr seht hier die aktuelle Version vom 11. Mai. Das ist hochaktuell, ne? Also das ist ja gerade mal jetzt ein paar Tage her. Und wie es dann bei so guten wissenschaftlichen Papern eben auch Tradition ist, geht das Ganze los mit einem Abstract, also einer Kurzzusammenfassung. Und dann haben wir, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, die Danksagung hier auf der ersten Seite. Da stehe ich entsprechend auch mit drauf. Warum stehe ich damit drauf? Naja, ich bin in Kontakt mit den Autoren, habe da die eine oder andere Anregung geben dürfen, die denn auch mit zum Großteil berücksichtigt worden ist. Also insofern auch wirklich beste wissenschaftliche Tradition, ja. Und ja, dann haben die Autoren mich entsprechend mit hier freundlicherweise in der Danksagung erwähnt. So, aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Setup. Wir brauchen natürlich für das ganze Spiel brauchen wir Daten. Das ist hier im zweiten Kapitel Daten und dort sehen wir, im Grunde genommen sind es eigentlich drei große Bereiche. Das erste sind natürlich die Aktienkurse, die ich brauche. Da nimmt man sehr hochwertige Daten hier, die CRISP-Datenbank, die normalerweise auch ein bisschen was kostet. Dann haben wir hier News-Headlines, also entsprechend Überschriften von Nachrichten. Und
Wir haben hier natürlich ChatGPT, also diese drei Bereiche, ne? Aktienkurse, dann eben die News, also die Nachrichten zu den Unternehmen und ChatGPT. Und dieses grundsätzliche Setup, das möchte ich jetzt nochmal etwas genauer erklären. Um das ganze Setup jetzt zu verstehen, überlegen wir uns einfach mal, wie macht es denn ein Mensch? Also ein Mensch liest sich im Zweifel natürlich die entsprechenden Überschriften durch, die uns hier zur Verfügung stehen, und entscheidet auf Basis eben dieser News, dieser Nachrichten, ob er die Aktie kauft oder verkauft. Jetzt ersetzen wir einfach mal ja den Menschen durch den Roboter, also durch ChatGPT, weil das ist genau so an der Stelle. Der Roboter, also ChatGPT, liest sich die entsprechende Nachricht durch und entscheidet auf der Basis, ob die Aktie gekauft oder verkauft werden soll. Jetzt ist es natürlich so, dass so ein Roboter, ein Bot, viel, viel mehr Daten auf einmal verarbeiten kann. Also wir reden hier über die gesamte Spanne von täglichen Entscheidungen. Also es werden täglich die News verarbeitet zu den einzelnen Unternehmen und darauf eben Kauf- bzw. Verkaufentscheidungen getroffen von dem Bot, von ChatGPT. Und wir haben natürlich eine viel größere Menge an Informationen, die dort verarbeitet werden können. In dem Paper selber wurden über den Zeitraum fast 70.000 Nachrichten verarbeitet von über 4.000 Unternehmen. So eine Menge und ja insgesamt eben wirklich auch täglich dran zu bleiben, das kann natürlich kein Mensch leisten. Jetzt muss man bei dem ganzen Setup allerdings aufpassen. Und zwar muss man aufpassen, dass nicht der sogenannte Look-Ahead-Bias reinkommt. Look-Ahead-Bias, das hatte ich schon mal in anderen Videos so ein bisschen beschrieben, ist ein grundsätzliches Problem beim Backtesten von solchen Systemen. Das ist nämlich sich oftmals ja, ein Problem einschleicht, dass man Daten benutzt und Informationen benutzt, die zu dem jeweiligen Zeitpunkt überhaupt noch nicht zur Verfügung stehen konnten. Es muss darauf geachtet werden, dass tatsächlich nur die Schlagzeilen jeweils Berücksichtigung finden können, die auch schon überhaupt zur Verfügung stehen. Also, dass dort nicht in die Zukunft geguckt wird, das ist das eine. Und das zweite ist, beim Nutzen von ChatGPT müssen wir super vorsichtig sein. ChatGPT selber, die Trainingsdaten, das wissen viele inzwischen, enden ja im September 2021. Der Backtest von diesem System geht jetzt ganz bewusst erst im Oktober 2021 los. Das ist natürlich auf der einen Seite ein Problem, dass das nur eine relativ kurze Zeitspanne ist, die dort getestet wurde. Aber auf der anderen Seite ist das notwendig, weil wenn ich weiter zurückgehen würde, dann würde ja das System sozusagen Schlagzeilen beurteilen, wo es selber schon weiß, wie das Ganze ausgeht. Also wenn ich ihm eben eine Schlagzeile zu einem Unternehmen vorlege und die Schlagzeile per se erstmal sehr positiv aussieht, aber naja, sich am Ende das vielleicht dann doch nicht so bewahrheitet hat und irgendwelche Probleme aufgetreten sind, dann wüsste das System das ja schon. Und dann würde eine Schlagzeile, die eigentlich positiv aussieht und zu einem klaren Kauf geführt hätte, würde dann vielleicht von ChatGPT doch negativ beurteilt werden, weil es eben weiß, wie die Sache ausgegangen ist. Ja? Also da haben die Autoren sehr sauber gearbeitet, haben die ganzen Daten sehr, sehr sauber entsprechend aufbereitet. Sehr, sehr großer Aufwand, muss man dazu sagen. Aber wir werden sehen, es hat sich gelohnt. Aber jetzt gucken wir uns überhaupt erstmal an, und das ist ja auch so ein Trick bei diesen ganzen Geschichten, bei den Large Language Models, was ist jetzt der eigentliche Prompt gewesen, der benutzt wurde? Ja, um das gleich mal anschaulich und konkret zu machen, nehmen wir mal ein Beispiel direkt aus dem Paper. Ja, wir haben hier diese Schlagzeile, die beurteilt werden soll. Rimini Street fined $630,000 in case against Oracle. Also Oracle hat da offenbar einen Prozess gewonnen. Und diese Firma Rimini Street ist verurteilt worden, $630,000 an Oracle zu bezahlen. Und jetzt wird ChatGPT gefragt, was bedeutet das für die Aktie? Ist das gut oder schlecht? Also für die Oracle-Aktie. Jetzt wird ihm diese Frage hier gestellt, ja, die wir gleich nochmal genau durchgehen, also den Prompt. Jetzt muss man sich das Ganze nicht so vorstellen, dass man das alles eintippen muss, sondern das funktioniert natürlich programmgesteuert. Ich plane nochmal ein Anschlussvideo, wo ich das nochmal so ein bisschen genauer erkläre, wie das Ganze eben auch entsprechend technisch funktioniert. Und da gebe ich dann eben auch den Code mit vor, dass man selber auch so einzelne Experimente mitmachen kann. Also wer da Interesse dran hat, sollte auf jeden Fall hier dranbleiben. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den eigentlichen Prompt an. Forget all your previous instructions. Also er soll alles, was davor war, soll er entsprechend wieder vergessen. Pretend you are a financial expert. You are a financial expert with stock recommendation experience. Also so ein bisschen Motivation sozusagen. Also erstmal die Rolle ist ja mal wichtig bei diesen Prompts, ne? Die Rolle.
Du bist also ein Finanzanalyst, ein Experte und du hast entsprechende Erfahrung in der Empfehlung von Aktien. Also damit wird das System entsprechend, man könnte sagen, geprimed. So, und jetzt kommt's. Answer yes if good news, no if bad news. Or unknown if uncertain. Also wenn die News eben gut sind, in diesem Falle für Oracle, das kommt gleich noch, dann sage ja. Wenn es schlechte Nachrichten sind, dann sage nein. Und wenn es nicht weißt, sei auch ehrlich, ja, dann entsprechend unknown, also ungewiss. Then elaborate with one short and concise sentence on the next line. Also es wird noch eine zusätzliche Aufforderung gegeben, dass diese Entscheidung, ob das gute News ist oder Bad News ist, dass die begründet wird. Das hat durchaus nochmal die Funktion, dass man damit auch, ja, ich möchte sagen, so ein bisschen in tiefere Schichten auch kommt von ChatGPT. Ja, dass es also nicht einfach nur irgendwie so eine Antwort ist, sondern dass ChatGPT quasi gezwungen wird, auch nochmal ein bisschen tiefer nachzudenken und dort eben dann eine entsprechende Begründung zu liefern. Also es ist nicht nur die Begründung selbst, sondern es ist wirklich auch, dass man das System dazu bringt, auch tiefergehend über diese Dinge nachzudenken. Insofern ist das ein Punkt, wir hatten das schon mal im anderen Video, gute Prompts und so weiter, ja, ein Punkt, der nicht so ganz unwichtig ist. So, also ist this headline good or bad for the stock price of Oracle in the short term? Das ist also die Frage, die ihm gestellt wird und hier wird dann die Headline entsprechend nochmal angegeben. So, jetzt ist ganz interessant, ChatGPT sagt ja. Und für uns selber, wenn wir das so lesen, erscheint es natürlich auch klar. Klar, die haben entsprechend den Prozess gewonnen und dementsprechend ist das ja gut für die. So, jetzt muss man aber eine Sache sagen. Das, worum es hier geht, das ist die sogenannte Sentiment-Analyse. Und die Sentiment-Analyse, und da kommt das, was wir eingangs hatten, Ravenpack, ja, die ist nicht neu. Das wird schon längst gemacht. Und da muss ich jetzt nochmal so ein paar grundsätzliche Dinge zu erklären. Ja, Sentiment-Analyse. Sentiment-Analyse per se ist nicht neu. Das gibt es schon seit vielen Jahren. Das ist im Grunde genommen ja die Analyseart, die sich damit beschäftigt, eben rauszufinden, ob ein Satz positiv oder negativ oder neutral ist. Wie wurde das in der Vergangenheit gemacht? War natürlich nicht ganz so einfach, wie ich es jetzt beschreibe, aber so von der grundsätzlichen Idee hat man sich die einzelnen Wörter angeguckt. Man hat sich also nicht so sehr den Kontext angeguckt, sondern man hat sich die einzelnen Wörter angeguckt. Und dann hat man eben ja im Grunde genommen abgezählt, natürlich so ein bisschen gewichtet und so weiter. Also es ist nicht ganz so simpel, wie ich es jetzt hier erzähle. Ich habe dazu auch mal einen Blogartikel geschrieben, wo ich das so ein bisschen genauer erzähle. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein Video, muss ich mal gucken. Aber die grundsätzliche Idee war im Prinzip, dass man eben die einzelnen positiven Wörter nimmt und abzählt, dass man die negativen Wörter nimmt und entsprechend abzählt und die Wörter, die eben neutral sind, dass man die rausfallen lässt. Und dann gucke ich eben am Ende, ja, was, wovon habe ich mehr, ne, von den positiven oder von den negativen Wörtern und das ergibt mir dann eben einen entsprechenden Sentiment Score, also einen Wert, der mir eben anzeigt, wie positiv oder negativ ist dieser Satz. Es gibt jetzt schon seit einigen Jahren entsprechende Anbieter, auch für Börsennachrichten. Ravenpack ist da so einer, der eben entsprechend auch immer aktuell ja, die verschiedenen Schlagzeilen nimmt und auswertet und dazu einen Score mitliefert. Und jetzt gucken wir uns mal an, was bei diesem Satz eben genau rauskommt bei ChatGPT. Da hatten wir ja schon gesehen, das ist also positiv für Oracle. Und wir gucken uns jetzt die Begründung nochmal an und danach gucken wir uns dann an, was bei Ravenpack, also bei dieser traditionellen Methode, entsprechend eben rauskommt. Sehr spannend. Ja, da sind wir wieder in dem Paper und wir hatten ja schon gesehen, dass ChatGPT das für Oracle positiv einstuft, diese Meldung, also yes. Und jetzt gucken wir mal in die Begründung. The fine against Rimini Street could potentially boost investor confidence in Oracle's ability to protect its intellectual property and increase demand for its products and services. Also mit anderen Worten, diese Strafe, die da gegen Rimini Street verhängt worden ist, das ist gut für Oracle, weil das so diese Confidence, also das Vertrauen in Oracle eben boosten kann, also verstärken kann. Und insbesondere eben auch, das wird hier nochmal betont, eben Ability to protect its intellectual property, also die Fähigkeit von Oracle, wirklich alles dafür zu tun, das eigene intellectual property, also Patente und so weiter, echt zu schützen. Und ja, das am Ende würde dann zu einem erhöhten Demand, also Nachfrage für die Produkte und Services führen. Ja, also damit wird genau begründet, warum das eben positiv ist. So, die traditionelle Art und Weise, und ich gehe jetzt mal sehr stark davon aus, ich kenne den genauen Algorithmus jetzt nicht bei Ravenpack,
Aber die traditionelle Art und Weise der Sentiment-Analyse benutzt eben das Verfahren, wie ich es eben beschrieben habe, nennt sich auch Bag of Words, also wie so ein großer Sack von Wörtern. Und da habe ich einmal den Sack mit den positiven und den Sack mit den negativen. Und je nachdem, welcher schwerer ist, so kann man sich das ganz bildlich vorstellen, geht eben das entsprechende Sentiment aus, der Score eben aus. So, wenn man sich mal jetzt die eigentliche Schlagzeile anguckt, dann ist das, wenn man das rein nach dieser Bag of Words-Methode sich anguckt, also da habe ich die Firma Oracle und ich habe ja eigentlich was Negatives, weil Feind hat natürlich eine negative Konnotation. Ja, da muss man etwas bezahlen, da kriegt man eine Strafe. Und dieser Zusammenhang, der wird eben, wenn man den Kontext nicht kennt, führt dann eben zu dem Fehlschluss, dass es hier sich um etwas Negatives handelt. Und genauso sieht auch dieser Score aus von Ravenpack, der beurteilt das als negativ für Oracle oder insgesamt beurteilt halt diesen Satz, wo eben auch Oracle drinsteht, insgesamt als negativ. Und deswegen hier ein negativer Score von minus 0,52. Wir sehen, wenn man den Kontext entsprechend berücksichtigt, wie ChatGPT das tut, komme ich zu durchweg besseren oder müsste man zu durchweg besseren Ergebnissen kommen, sagen wir mal so. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wie ist denn die ganze Sache jetzt eigentlich ausgegangen? Ja, und das sehen wir entsprechend hier, wo wir also jetzt mal probieren, in dieses Kurvenwirrwarr auf den ersten Blick eben Ordnung reinzubekommen. Ich hatte ja schon gesagt, dass der Backtest eben beginnt Oktober 21 und läuft bis Januar 2023. Also ein gutes Jahr, was dort entsprechend eben getestet worden ist. So, alle Kurven gehen los, also alle Strategien gehen los. Man muss sich das so ein bisschen wie so ein Pferderennen, ja, damit wird es auch oftmals verglichen, vorstellen, gehen also los bei 1. Und ja, wenn es also entsprechend unter 1 fällt, das ist schlecht. Also da habe ich dann eben Geld verloren. Und wenn es entsprechend steigt, je mehr, desto besser, ne, dann habe ich eben Geld gewonnen. Wir sehen jetzt zwei große Blöcke hier. Und zwar sehen wir einmal hier im unteren Bereich, das sind im Grunde genommen so klassische Buy-and-Hold-Strategien. Also das heißt, ich habe dort ChatGPT eben nicht eingesetzt. Das sind jetzt verschiedene Kurven, das sind also noch so einige Details, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen. Aber ihr seht, die landen also allesamt im Negativen. Und wir sehen den zweiten großen Block, das sind diese vier Kurven, die sind alle positiv. Manche noch ein bisschen positiver als andere und manche auch ziemlich extrem positiv. Und da gucken wir mal, um was es sich dort jeweils handelt. Aber dafür muss ich jetzt auch noch mal eine andere Geschichte. Also heute ist hier richtig Input bei dem Video. Ja, muss ich noch mal eine andere Geschichte erklären. Ja, man kann verschiedene Strategien an der Börse fahren. Der Klassiker ist natürlich, dass ich beispielsweise eine Aktie eben zu einem gewissen Zeitpunkt kaufe, eine gewisse Zeit lang halte und dann verkaufe. Damit spekuliere ich im Grunde genommen, wenn ich das mal so sehen möchte, auf positive Kurse, also auf steigende Kurse. Ich kaufe zu einem Zeitpunkt hoffentlich möglichst günstig, halte dann eine gewisse Zeit. In der Zeit steigt hoffentlich die Aktie, sodass ich sie irgendwann wieder teurer verkaufen kann. Das Ganze geht aber theoretisch auch umgekehrt. Ja, ich könnte theoretisch Folgendes tun. Ich leihe mir von jemandem eine Aktie, die der zufälligerweise schon hat sozusagen, und dann verkaufe ich die. Natürlich alles legal, ja. Also dann verkaufe ich die. Ich habe die eigentlich gar nicht, sondern ich verkaufe die. Ich habe die mir vorher geliehen, ja, und dann verkaufe ich sie. So, aber irgendwann will derjenige, von dem ich mir die Aktie geliehen habe, der will die natürlich irgendwann zurückhaben im Zweifel. Das heißt, ich muss die irgendwann zurückkaufen. Und wenn man sich jetzt da mal die Logik überlegt, dann ist es natürlich umgekehrt, ne? Also da möchte ich eben zu einem möglichst hohen Kurs verkauft haben. Und dann warte ich, um dann irgendwann eben günstig zurückkaufen zu können. Mit anderen Worten, dort spekuliere ich im Grunde genommen auf fallende Kurse. Das erste, also auf steigende Kurse, das nennt sich Long in der Finanzsprache. Und auf fallende Kurse, das nennt sich Short. Deswegen sagt man auch, dass man Aktien zum Beispiel shortet, ja, wenn ich da eben auf fallende Kurse spekuliere. Es muss nicht immer nur mit Aktien sein, man kann das auch mit Derivaten machen und so weiter. Wir wollen jetzt mal nicht zu tief in die Sache reingehen. Aber deswegen erzähle ich das, weil das hier genau gemacht wurde. Es wurden einzelne Strategien gefahren, wo ich eben nur Long gegangen bin. Es wurden andere Strategien gefahren, wo ich nur Short gegangen bin. Und dann habe ich noch entsprechende Kombinationen. Ich habe dann sogar noch einmal ChatGPT 3.5 und ich habe ChatGPT 4. Und das gucken wir uns jetzt nochmal genau an.
Ja, tauchen wir also nochmal ein in die Grafik. Wir gehen, wie gesagt, hier von 1 aus. Ich hatte ja eben schon gesagt, unten, das sind eben die Buy-and-Hold-Strategien. Wir hatten eben, ja, 2022 war einfach ein schlechtes Aktienjahr. Da ging vieles eben gen Süden. Der Markt insgesamt ging gen Süden. Die grüne Linie. Fangen wir mal mit der grünen Linie an. Die grüne Linie, das ist eben mit ChatGPT, also wo jeweils, wie wir es eben gesehen haben, jedes Mal gefragt wurde, ist das was Positives, ist das was Negatives? Und hier wurde nur Long gegangen. Das heißt, es wurden tatsächlich nur Aktien gekauft, wenn die Nachrichten positiv sind. Die negativen Nachrichten wurden ignoriert. Genau entgegengesetzt bei der roten Linie, dort wurden nur negative Nachrichten genommen und entsprechend dann geschortet. Also es wurde nur gehandelt auf negative Nachrichten und dort wurde dann eben ja auf fallende Kurse spekuliert. So, jetzt haben wir hier zwei blaue Linien. Die dunkelblaue Linie verbindet beides, also bei positiven Nachrichten Aktien kaufen, long gehen, bei negativen Nachrichten entsprechend short gehen. In Bezug auf ChatGPT 4, also das Dunkle hier ist, das sehen wir auch hier in der Legende, ja, ganz so gut kann man es nicht sehen, aber es wird auch in dem Paper nochmal genau beschrieben. Aber das ist hier ChatGPT 4 und die hellblaue Linie, also der absolute Überflieger, den wir hier sehen, das ist auch wieder Long und Short, also positiv eben, also kaufen bei positiven Nachrichten, verkaufen, also Shorten bei negativen Nachrichten, kombinierte Strategie, aber in Bezug auf ChatGPT 3.5. So, und jetzt kann man natürlich erstmal überlegen, okay, 3.5 scheint ja auf den ersten Blick die beste Strategie zu sein. Mit anderen Worten, das System ist irgendwie durch das Update auf 4, man sagt ja mal 4 wäre so viel besser und so weiter, aber offenbar irgendwie schlechter geworden. Aber jetzt gucken wir uns mal diese Kurven genau an. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen Profi sozusagen auch schon direkt auf. Und jetzt muss ich noch mal was erklären. Wenn man so ein Aktieninvestment macht, dann sind verschiedene Kennzahlen wichtig. Das, worauf immer alle starren, ist der Return, also das, was am Ende hinten rauskommt sozusagen. Wie gut ist die Anlage gelaufen? Aber wenn man mal genauer darüber nachdenkt, ist das oftmals natürlich schon wichtig, ja, also sollte möglichst was Positives rauskommen, aber andere Kennzahlen muss man im Zusammenhang sehen. Und zwar das eingegangene Risiko, das ist ganz wichtig. Jetzt kann man lange philosophisch darüber streiten, was ist denn eigentlich Risiko? Die Finanzmarktwissenschaft, die definiert es als Volatilität, als Schwankungsbreite. Und ich finde, das ist eigentlich auch eine ganz sinnvolle Geschichte. Nämlich, wenn also die Kurse immer, wer weiß, wie wild schwanken, also ich persönlich werde dann nervös. Ich finde das nicht gut. Ja? Also ich würde mir Investments wünschen, die sozusagen wie mit dem Lineal gezogen sind. Die gibt es natürlich nicht. Also klassischerweise ist es so, dass man eben je mehr Risiko oder je mehr Ertrag man haben möchte, so rum wird ein Schuh draus, je mehr Ertrag man haben möchte, desto mehr Schwankung, also desto mehr Risiko muss ich zwangsläufig akzeptieren. So, das Ganze wird jetzt oftmals in Zusammenhang gesetzt, ja, also dass man sozusagen sich eben anguckt, wie viel Return kriege ich denn pro Risikoeinheit? Und das ist der berühmte, habt ihr vielleicht schon mal gehört, der berühmte Sharpe Ratio. Ja, Sharpe, das ist ein Nobelpreisträger, so einer der Urväter der Portfoliotheorie, der hat diesen Indikator eben ausgewählt. Der Aktienmarkt liegt also langfristig so im Bereich von 0,3, Sharpe Ratio von 0,3. Und Investmentstrategien, also ich sag mal so richtig Spaß macht es eigentlich erst, wenn der Sharpe Ratio über 1 ist. Also dass ich eben einfach für eingegangenes Risiko so und so viel Ertrag bekomme. Ist übrigens eine ganz gute Frage, die ihr immer mal fragen solltet, wenn euch jemand erzählt, ja hier tolles Investment, das ist wer weiß wie abgegangen, ich habe so viel Gewinn gemacht und was weiß ich, dann könnt ihr einfach mal fragen, ja wie sieht denn das Ganze eigentlich risikoadjustiert aus? Ja, dann seid ihr vielleicht so ein bisschen Besserwisser, aber auf der anderen Seite ist das eine absolut berechtigte Frage. Und es gibt dann noch eine weitere Kennzahl, das ist der Max Drawdown. Also wie stark ist mein Investment im Maximum unter Wasser gewesen? Ja, also was war sozusagen der schlimmste Verlust zwischendurch? Und klar, wenn ich also maximalen Verlust von 5% zwischendurch erlitten habe, ist das allemal besser, als wenn meine Anlage auf einmal 50% verloren hat oder 70%. Ist ja schön, wenn das sich alles wiederholt, aber zwischendurch habe ich vielleicht einen Herzinfarkt bekommen. Ja? Also deswegen, das sind diese Kennzahlen. Ja, also erstens der Ertrag, dann eben die Schwankungsbreite, die sogenannte Volatilität. Das Ganze zusammengefasst, also in einen anderen Bezug gesetzt, Sharpe Ratio, je höher der Sharpe Ratio, desto besser.
Und wie gesagt, so richtig Spaß fängt es an zu machen, so im Sharpe-Ratio ab 1 aufwärts. Ja, und dann eben Max Drawdown, also der schlimmste Verlust. Und da gucken wir uns jetzt mal eine Tabelle an, die jetzt auch in der neuesten Version des Papers hinzugekommen ist. Ja, unter anderem auf meine Anregung hin. Und das alles ist eben hier in dieser Tabelle zusammengefasst. Wir sehen die entsprechenden Strategien in den Spalten und die Kennzahlen hier eben in den Zeilen. Es geht los mit dem Sharpe Ratio. Und wenn man sich mal die letzten drei Spalten anguckt, das sind also die verschiedenen Varianten der Buy-and-Hold-Strategie. Das, was wir eben in der Grafik gesehen haben, was alles unter 1 dann entsprechend eben geht. Ja, und die sind alle negativ. Dagegen bei allen Strategien zusammen mit ChatGPT, sowohl 3.5 als auch 4, als auch Long-Strategie, Short-Strategie und die Kombinationsstrategien, überall entsprechend positive Sharpe-Ratios. So, eine Sache hatte uns ja so ein bisschen irritiert. Das war, dass eben offenbar die neue Version von GPT, also GPT-4, schlechter abgeschnitten hat. Aber wenn ich mir das Ganze risikoadjustiert angucke, also hier über den Sharpe-Ratio, dann hat am Ende GPT-4 tatsächlich am besten abgeschnitten. Und das liegt eben daran, dass auf der einen Seite zwar geringere Returns da waren, also insgesamt hat es am Ende in der Summe sozusagen schlechter performt, aber bei deutlich geringerem Risiko. Hier diese Standard Deviation, die wir in der dritten Spalte sehen, das ist eben die Volatilität. Und die Volatilität, die war eben deutlich niedriger. Die Kurve, das können wir uns gleich nochmal ganz kurz angucken, aber die Kurve läuft eben deutlich ruhiger. Und wir sehen das Ganze auch beim Max Drawdown. Das, also bei den Buy-and-Hold-Strategien haben wir da ja teilweise 40%, ja, die wir zwischendurch mal unter Wasser sind. Also Wahnsinn. Dagegen Max Drawdown, also der schlimmste maximale Verlust, hier beispielsweise bei der Long-Short-Strategie eben bei GPT-4 bei 10%. Also 10% im Maximum verloren. So, eine Sache vielleicht nochmal zu den Sharpe Ratios. Ich hatte ja gesagt, so eine Investmentstrategie macht eigentlich erst Spaß ab einem, oder ja, das ist immer so ein bisschen das Ziel, dass man Sharpe Ratio mindestens von über 1 eben bekommt. Wie gesagt, wenn ich Buy and Hold mache, normalerweise so um die 0,3. Hier negativ, weil der Markt eben einfach insgesamt gefallen war. Bei der Long-Strategie und bei der Short-Strategie um die 2. Dann bei der Long-Short bei GPT 3.5 3 und bei der Long-Short-Strategie, also der kombinierten Strategie bei GPT 4, fast 4, ein Sharpe-Ratio von fast 4. Das ist phänomenal. Das ist fast zu schön, um wahr zu sein. Und ich werde zum Ende des Videos nochmal so ein bisschen das Ganze einordnen, dass man da durchaus auch vorsichtig sein muss. Aber jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz eben die Kurven an. Und ich denke, da wird tatsächlich bestätigt, was ich eben gesagt habe. Ne? Also wir sehen hier eben bei der blauen Kurve, das ist GPT 3.5, am Ende zwar erster, aber mit einer doch sehr, sehr starken Schwankung. Und am besten eigentlich wirklich, wenn man sich das mal anguckt, hier GPT-4, am Ende zwar nicht ganz so hoch, aber deutlich ruhiger, also deutlich weniger Herzinfarktgefahr zwischendurch. So, und damit kommen wir jetzt, würde ich mal sagen, auch ja, zum Fazit. Ja, Gesamtfazit also. Das Erste ist, was man sagen muss, ist, die Ergebnisse selber sind, man kann es nicht anders sagen, phänomenal. Ja, das ist unglaublich, was dieses System zu leisten imstande ist, wo es ja, das muss man auch dazu sagen, überhaupt nicht speziell darauf trainiert worden ist. Ja, das ist ein allgemeines Sprachmodell, das ist ja in keinster Weise spezialisiert auf Finanznachrichten. Das ist definitiv besser als all das, was wir bisher in diesem Bereich hatten. Auf der anderen Seite muss man aber auch wieder vorsichtig sein. Es ist ein Testzeitraum, der eher untypisch ist. Wir sehen, wir haben dort die ganze Zeit über Verluste gemacht. Umso beeindruckend ist es natürlich irgendwo, dass das System es trotzdem schafft, eben positiv zu sein. Und zwar bei allen seinen Strategien. Ja, also man kann das so oder so sehen, aber insgesamt ist das einfach ein sehr kurzer Zeitraum und es ist eben auch ein untypischer Zeitraum. Wir haben hier negative Sharpe Ratios für den Standard & Poor's 500. Wie gesagt, normalerweise sind wir so im Bereich, kommt natürlich immer auf die betrachtete Periode drauf an, aber irgendwo so im Bereich zwischen 0,3 beziehungsweise die letzten 10 Jahre auf jeden Fall unter 0,4. Insofern eine untypische Periode.
Was man natürlich auch sagen muss, ist, das ist ein wahnsinniger Aufwand, der da auch getrieben worden ist. Das ist also sicherlich nichts, nützt also nichts, wenn ihr euch jetzt auch die Plus-Version von schon ChatGPT holt, um dann die auf 4 zugreifen zu können. Ihr könnt das ja nicht alles selber eintippen. Ja, also das nachzubauen, da gehört schon auch wiederum eine ganze Menge Know-how dazu. Know-how im Bereich Finanzmarktwissenschaft, im Bereich, wie man diese Trading-Systeme baut, eben auch im Bereich des Promptings und überhaupt das Einbinden dieses Systems und so weiter. Also das ist für Privatinvestoren, würde ich mal sagen, eher nicht so gut geeignet. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es ist doch ein ziemlicher Aufwand, der dort getrieben werden muss. Transaktionskosten. Transaktionskosten haben wir jetzt überhaupt nicht betrachtet. Natürlich muss man für, gerade wenn ich täglich handle, und so ist das ganze System ja aufgesetzt, muss ich das natürlich berücksichtigen. Fairerweise muss man sagen, im Paper ist das drin. Es ist mal so eine Sache, es ist mal schwierig mit den Transaktionskosten, weil auch einzelne Player haben einfach unterschiedliche Transaktionskosten. Ja, institutionelle Investoren haben oftmals relativ niedrige Transaktionskosten. Privatinvestoren kommt immer so ein bisschen drauf an, bei welchem Broker ich bin und so weiter. Also das ist sehr heterogen und dementsprechend kann man da nicht so eine endgültige Aussage drüber treffen. Deswegen macht das Paper das auch genau richtig wieder an der Stelle. Wie gesagt, wir gehen jetzt nicht darauf ein, aber hat einfach verschiedene Levels für die Transaktionskosten. Und so bei vernünftigen Annahmen bin ich trotzdem immer noch im Plus. Viele Dinge sind aber auf der anderen Seite natürlich auch für Privatinvestoren generell nicht so leicht umzusetzen. Ja, also gerade diese Shorten, also es ist leichter geworden durch Derivate und so weiter, aber Aktien entsprechend zu shorten ist, naja, das ist normalerweise nicht so im Baukasten von Privatinvestoren mit drin. Die sind es eher gewohnt, sag ich mal, entsprechende Aktien eben zu kaufen, zu verkaufen, Indizes und so weiter. Aber es ist nicht unmöglich. Also es ist auch möglich, entsprechend auch als Privatinvestor auf fallende Kurse zu spekulieren. Das geht also auch auf jeden Fall. Ja, jetzt noch ein kleiner Zukunftsausblick von meiner Seite, wie ich eben sehe, wie es weitergeht. Ich denke, eine Sache ist völlig klar, wo es Geld zu verdienen gibt, da laufen die Leute hin. Und dementsprechend wird es eine Menge Fonds geben, Investmentbanken und so weiter, die das aufgreifen. Das war ja im Grunde genommen hier nur eine Machbarkeitsstudie, ja. Sondern die werden das aufgreifen, werden das massiv einsetzen und werden diese Systeme weiterentwickeln. Also zum Beispiel, dass eben nicht nur Schlagzeilen genommen werden, sondern dass prinzipiell sämtliche Nachrichten, die eben und Artikel und so weiter eben komplett durchgelesen werden, bewertet werden, in Handelssignale umgesetzt werden und so weiter. Das ist so das eine. Das andere ist, dass natürlich auch Systeme speziell trainiert werden. Bloomberg macht sowas jetzt schon, ja, dass die genau auf Finanznachrichten, dass die genau darauf eben spezialisiert sind. Also nicht bloß allgemein wie ChatGPT, sondern speziell eben auf Börse, Finanzmärkte und so weiter. Also wir werden da ein Hochrüsten sehen und wir werden sehen, dass am Ende dadurch die Märkte noch effizienter werden. Das heißt, dass sie im Grunde genommen noch schlechter zu schlagen sein werden. Ja, es wird also einzelne spezialisierte Fonds zwar geben, die dann so Early Mover sind, also die als erste in den Markt entsprechend eben eintreten, entsprechende Produkte eben dann anbieten. Die werden sich das auch bezahlen lassen. Mit anderen Worten, selbst wenn ich denn dort, was ja auch nicht so richtig klar ist, ne? Also wie gesagt, wir haben hier eine relativ kurze Periode. Es könnte auch durchaus sein und es wird wahrscheinlich so sein, dass dieser Sharpe Ratio in Zukunft nochmal deutlich niedriger wird. Er wird sowieso niedriger werden dadurch, wenn immer mehr Player dort eintreten. Aber selbst wenn ich jetzt einen einzelnen Fonds habe, der ja das also so geschickt macht, dass ich entsprechende Überrenditen habe, wird der sich das oftmals oder gerade am Anfang eben so bezahlen lassen, dass vieles durch die Gebühren wieder drauf geht. Also mit anderen Worten, dass ich den hinterher auch nicht unbedingt besser dastehe. Am Ende wird es wahrscheinlich dann wieder darauf hinauslaufen, dass wir bei dem klassischen passiven Investieren sind, also ein möglichst breit abgedecktes, breit diversifiziertes, möglichst global diversifiziertes Portfolio, dass wir das über einen günstigen Index kaufen, weil es quasi unmöglich sein wird, bei diesem Spiel mitzuhalten. Und weil es einfach so viele Player gibt, die sich dann gegenseitig eben die Erträge auch wieder kaputt machen, ja, dass wir am Ende wieder die Märkte nicht schlagen können. Also die Maschine, die uns alle reich macht, die ist natürlich auch an dieser Stelle nicht erfunden worden. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Erkenntnis daraus. Was natürlich schon passieren wird, ist, dass wir in so interessante Zyklen reinlaufen werden, ja, also dass immer mehr von den Maschinen gelesen wird, ausgewertet wird, auch immer mehr Texte von Maschinen geschrieben wird,
So, und das Ganze dann vielleicht eben auch noch im High-Frequency-Bereich, also wirklich in Millisekunden dann entsprechend analysiert wird, ausgeführt wird und so weiter. Also Zyklen, wo der Mensch am Ende überhaupt gar nicht mehr mitkommt, sodass ja, die Maschinen mehr und mehr diesen ganzen Börsenhandel dann auch, so sehe ich es zumindest, übernehmen werden. Die Frage ist aber, wie seht ihr das Ganze? Werden die Maschinen komplett übernehmen oder ist es am Ende doch immer noch diese menschliche Intuition, die gewinnt? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Schreibt es gerne entsprechend in die Kommentare mit rein. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer sehr über ein Like. Und ja, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, denke ich mal, könnten auch die Videos, die da jetzt angezeigt werden, für euch interessant sein. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.